Dort oben. Die Kugel. Was ist eigentlich hier jetzt? Da war ja Nautica. Oh, traurig. Das ist ein Goldberg. Und dort sollen wir jetzt hin. Tatsächlich ist auf meiner Karte ein Goldberg verzeichnet. Dann reisen wir dorthin. Gut, ein paar Gegner, wo wir ein bisschen trainieren können. Taktiken, alle gnadenlos. Und los geht's. Das war wahrscheinlich die neue Attacke. Gehe ich mal davon aus, eine Gruppe von Gegnern also heißt nur dieselben Gegner. Wobei der Rundumschlag müsste eigentlich mehr treffen. Wird sie bestimmt noch irgendwie einsetzen. Oh ja, trainieren wäre nicht schlecht. Selbst auf dem Meer kann man gut trainieren. Grinden, wie auch immer man es nennen möchte. Moment, sind das Silberquallen oder so? Nee, sonst wären die nicht so leicht besiegbar. Rionaldo hätte ich jetzt auch gerne jemand anders. Ah ja, genau. Eine Gruppe von Gegnern heißt wirklich, gleiche Gegner trifft sie alle. Mhm. Ja, das ist okay. Davor hatte sie ja nichts derartiges. Jetzt hat sie so eine Attacke. Kann man gebrauchen. So, kurz den Kurs betrachten. Alles auf Kurs. Reisende Suche dann überall verstreut. Theoretisch dort unten. Nee, Firnland ist das nächste Ziel. Das Spiel war nie so, dass es offen war. Es hat mir immer direkt den Hinweis gegeben, wo mein nächstes Ziel ist. Wir sollten ihm folgen. Es hat mich nie belohnt, woanders vorher hinzugehen. Nicht wirklich. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich nach Gondolia gehen könnte und dort zum Sultan gehen könnte und da schauen, was da alles läuft. We did it, darlings. Moment, etwas, was ich noch nie genutzt habe, alle effizienteste Weise. Man hat hier so eine Alle-Heilen-Funktion, was ziemlich cool ist. Ziemlich geile Komfortfunktion. Ein seniler Opa! Nein! Wir werden alle sterben! Victory! Du! Der hat mir einen schönen Stein hinterlassen. Not too shabby, würde ich dazu sagen. Oh. Oh. Ho, we've got the wind in our sails, darling. Not long now till we're through the strait. Moment, war das Eric? What the? Who's that rattling around in my cargo bay? Would you be a sweetie and go check? Hm? Ach du Schande, was ist mit Eric? Is everything all right in here? I brought the whole gang just in case. Huh? Eric? Honey, is it really you?
You're alive, laddie. I knew you would be. Och, this is the best news we've had in a while. You can say that again. It's wonderful to have you back, isn't it? Mm-hmm. Irgendwas stimmt nicht. Amnesie? I'm sorry. I hadn't eaten anything for 3 days, and I saw you loading this boat with food, and I just couldn't help myself. Are you okay, honey? Something is not right. Is this really your former companion? You äußerlich, ja. You said Eric, right? I'm pretty sure that's my name, but do I know you or something? Don't you remember us, laddie? You're old partners in crime. I'm sorry. I don't remember anything. I woke up and everything was dark, and I had no idea who I was or where. I remember my name, and I know there's something important I have to do. But apart from that... Look, I know I have no right to ask you this, but... Could I tag along with you guys for a while? If you know who I am, it might help me to remember something. I promise I'll pay you back for the food I took. I'll swab the decks, clean the dishes, anything. No, there'll be no need for that, laddie. You stick with us. I'm sure your memory will be back soon enough. What do you say, darling? Shall we forgive our little stowaway and welcome him back with open arms? Natürlich. Thank you so much. I promise I won't get in your way. You won't regret this. Okay, das war leicht, wie wir ihn wiederbekommen haben. Aber er hat ein kleines Handicap. Das müssen wir noch beheben. Eric schließt sich wieder der Gruppe an. He's lost his memory and gained some manners. I wish Veronica were here to see this. She'd die. Okay, Eric ist... Irgendwas ist... Das ist doch viel zu leicht, oder? Nee, Aufstellung nicht. Kann es sein, dass er seine Sachen... Ja, ich dachte es mir. Er kann nichts. Ich kann ihn zumindest ausrüsten. Stimmt, er hatte ja Chatham. Ausweichchance ist eigentlich ziemlich gut. So, er ist prädestiniert für Düsterhandschuhe. Seine Flinkheit ist eine wichtige Sache. Ja, das ist auch gut. Noch mehr ausweichen. Okay. Okay, wir haben Eric wieder an Bord. Ich muss zugeben, das war ein interessanter Zwischenfall. Aber ich vertraue ihm nicht zu sehr. Außerdem, er hat gerade keine Fähigkeit. Dementsprechend achten wir erst mal auf ihn und schauen, was passiert. Was ist hier vor uns? Sandinsel. Hat sich hier irgendwas verändert? Nee. Ist noch nur der Funkeflecken hier. Sonst ist hier nichts. Immer noch nichts, meine ich damit. Das war ja schon davor nicht viel hier. Gut. Wie dort oben die Kugel... Nein, wartet.
Okay. Ich wollte gerade sagen, wieder da oben bedrohlich die Kugel. Am Himmel ist die rote Kugel. Aber nein, das ist jetzt. Was ist dann die rote Kugel? Ah, das erfahren wir wahrscheinlich, wenn wir dann. Gehen wir mal auf die Insel, ob da sich irgendwas getan hat. Ich frage mich. Man weiß. Was sich generell hier alles verändert hat. Neue Gegner ist eigentlich klar. Können wir mal bekämpfen. Wenn es auch nicht die stärksten sind, aber so neue Gegner. War das die Insel, wo man schlafen konnte? Ich könnte ein bisschen Heilung gebrauchen und ein bisschen Mana hauptsächlich. Oh, wie ich mich freue, wenn ich die anderen beiden noch habe. Leonardo muss ich unbedingt austauschen. Wobei, Eric würde schon ausreichen. Eric würde ich auch schon für Leonardo austauschen. Eric ist... Ja genau, hier konnte man schlafen. Sehr gut. Komisch. Gar kein Text zu den neuen Monster. Ja, wahrscheinlich interessiert sie nicht. Monster waren die ganze Zeit schon auf seiner Insel. Oh, und Tomboy ist ja auch. Heißt, hier gibt's Ziele zu schießen. Ziele, die ich nicht finden werde. Solange ich keinen Guide anschaue. Gut, das Nickerchen hat gut gewirkt. Wir haben wieder volles Mana und alles, pipapo. Können weitergehen. Mana ist echt die Mangelware. MP. Da ist wirklich ein Goldberg. Schaut euch das an. Ein Berg reinen Goldes. I'm on fire! Hallo neue Gegner, hallo Eisgegner. Okay, der hält was aus. Vor allem, der Kopf innen hat rote Augen und auch der Pelz außen. Ich dachte, das ist einfach ein komischer Mensch, der sich einen Pelz angezogen hat. I'm sure that wasn't here before. Mit Sicherheit. Well, it looks like we won't be selling that way anytime soon. Well, that's not much help to us, eh? If we can't get through to Arboria, we can't find out how to give old Mordigan what for. Wait, there's that pillar of light in the sea north of Sniffelheim, eh? Well, it's just a thought, but maybe that's worth a wee look. It's not too far off, after all. Yep, das ist der Plan. War es hier schon immer so verschneit? Also ich hab's jetzt nicht so in Erinnerung, dass es so neblig war. Naja, sei's drum. Wir haben jetzt alle so schöne AOE-Angriffe scheinbar. Ich auch. Oh, ich frage mich, was die anderen... Jeder kriegt ja neue Fähigkeiten irgendwie. Was macht eigentlich die Teufelchen-Attacke? Sieht man nicht. Muss ich mal drauf achten, wenn ich wieder Full Control habe. Oh oh, da passiert irgendwas.
Der schon wieder. The sweet aroma of fresh. Ach du Scheiße. Who dares to enter my realm? So, we meet again, worm. You were lucky to slip the hook when last we met. You will not be so fortunate this time. In the name of my lord and master, I shall send your broken bodies to the bottom of the ocean. Jetzt ist ein Kampf. Well, this isn't looking good. If Pearly Gates can do the trick, I don't very well know what can. Your hand. The power of the Luminary! Oh yeah! What was that? That's the stuff, laddie! Without that barrier, we should be able to land a blow or two! Right, you lot! Time to finally put a wee dent in our friend here! You worms really believe you can defeat the mighty Alitherin? You will sink without trace! Okay, come! Ach du Schande, und gleich der nächste Sinistre. Jetzt geht aber Schlag um Schlag. So. Was macht Teufelchen? Okay. Hört sich an wie ein... Oh ja, das ist wie ein Buff. Ein bisschen groß ist er. Das ist mal wieder ein Bosskampf, ein typischer Bosskampf. Wir sollten es nicht unterschätzen. We are not done yet. Wir sollten den nicht unterschätzen. Der Schutz von Hendrik fehlt jetzt, das ist ein bisschen schade, aber naja. Sind hingefallen. Ernsthaft? Naja, Pantor. Multiverlangsamung. Da wird's nur normalisiert zum Glück. Ich hoffe, mein Freund darf wieder aufstehen. So. Was haben wir denn? Untoten, Hüftwackler. Oh, das war nicht schlecht. Muntermacher. Im Vergleich zum letzten Sinister, der hat halt ein paar starke Angriffe, aber naja. Wenn ich gegenheile, sollte das kein Problem sein. Was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass die Gegner mittlerweile immer jetzt zweimal angreifen. Was macht Hüftwackler? Wie viel Damage? Oh, schade. Da war das andere besser.
dass ich mehr Schaden erleide. Okay. Jetzt wissen wir, was seine besondere Fähigkeit ist. Er macht uns in der Hinsicht schwächer. Er ist immer noch weiß. Beschleunigen wieder mal. Hallo Kofi. Rionald ist down. Okay. Das ist stark. Das ist sehr stark. Oh shit! Dieser Nebel muss verschwinden, der ist ja übel. Ah, sehr gut. Danke. Draufhauen. Du bist der Damage-Dealer. Ja gut, du bist auch Damage-Dealer prinzipiell. Aber nur in Teufelchenform. So. Multibeschleunigung? Nee. Fähigkeit. Munter machen. Gerechter Regen. Singen, Tyson, Feuerball, Junge! Ah, das ist schon deutlich entspannter. Ohne diesen roten Nebel. So will ich das sehen. Extra Damage. Ja, es geht. Oh ja. Nein, Bodo, du bist gestürzt. Und er auch. Nein. Ah, gut. Multiverlangsamung ist auch okay. Besonders, wenn es verfehlt. Oh, shit. Das war gruselig. Kenne ich noch nicht. Wird wahrscheinlich nicht wirken, aber ich möchte es mal testen. Oh shit, es wirkt! Wie geil ist das denn? Er ist gelähmt vor Angst? Ernsthaft? Das passt irgendwie nicht zu ihm. Aber das nutzen wir. Ist ja nice, das hat gegen Bosse gewirkt. Drauf! Nutzt es, Leute! Oh. Nur eine Runde. Naja, aber immerhin, cool. Oh, das war... Ja. Außer Muntermacher bringt er mir nicht mehr viel. Rionaldo braucht echt einen Ersatz. Also ich brauche einen Ersatz für Rionaldo. Und ich brauche Level. Ich glaube, Fernland ist das Gebiet, wo dann trainiert wird. Da gibt es ja ein schönes... Oh Gott. Oh shit. Schmerzen. Stoßwirbel. Ja, geht nochmal. Er ist orange. Nicht mehr lange. Muntermacher, unser Mana ist auch bald zu Ende. Aber noch läuft alles. Noch läuft alles. Kein Tor.
Los geht's. Sehr gut. Ach, das schon wieder. Sengtaiser Feuerball, Junge! Ja, aber dafür ist er nicht mehr gestärkt. Das und sie auch nicht mehr. Das macht nichts mehr. Multibeschleunigung. Bodo braucht von sich aus die Heilung. Also ich meine, er braucht die Heilung. Das tut weh. Und das tut auch weh. Das hat weh getan. Bodo! Komm zurück! Junge! Mach keinen Quatsch! Wir müssen bloß den roten Nebel wieder überstehen. Ja, Multiverlangsamung ist super. Das ist kein Angriff. Nicht auf Bodo, bitte. Oh, gerade so. Der rote Nebel löst sich auf. Sehr gut. Das ist halt nichts, was ihr an Schaden macht. Wow, schade, dass die Gegner keine Lebensanzeige haben. Brutzlin! Ja! 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 Wir haben es geschafft. Well, that was easy. That's life for the old dog yet! So ist er auch wieder hochgehalten. Ich hoffe mal, der hat es nicht gehört. Eine weitere Kugel. Die rote, die auch Eric hatte. Vielleicht erinnert er sich an die. We showed you, you oversized sea slug. Think you're a match for the luminary? Think again, pal. Right, we'd better get a move on. We need to give Mordigan a good hiding before any more beasties like that one come a-growling. But first, we need to find out how we can hurt him. He still doesn't know you're alive, but it's only a matter of time. Best get a move on, eh? Molchior besiegt, sehr gut. Und jetzt können wir auch in die Winterlande vordringen. Nach Firnland. Ob ich jetzt wohl zu den... Naja, wir gehen erstmal hier hin.